Ja, wo ist mein Geld? Ja, Hallelöle, Freunde der guten Laune, Besserheit und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zum Pawn-Simulator. Ein neuer Simulator, der am 7.8., also genauer gesagt gestern, zumindest auf dem Mittwoch, frisch in Steam erschienen ist. Ob es später auch für die Konsole gibt, weiß ich bis dato nicht. Wir können es ja einfach mal vermuten. Und der Pawn-Simulator ist ein Simulator, in dem wir, ich denke mal, sowas wie einen Antiquitäten-Flohmarkthändler spielen. Das heißt, wir kaufen Ware ein und verkaufen die in unseren Laden und gehen auch, beziehungsweise begehen auch mitunter Auktionen, wo wir neue frische Ware ersteigern können. Wie gesagt, das Spiel gibt es als Vollversion. Ich habe jetzt erst einmal auf die Demo-Fassung zurückgegriffen. Kann ich euch ganz gerne mal in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr auch einfach mal schauen. So spart ihr bares Geld. Aber das Spiel, das gibt es aber auch schon für 7 Euro aktuell im Angebot. Ich bin gespannt. Wie gesagt, für wenig Geld kann man ja trotz all dem guten Spielspaß sich gönnen. Ich würde sagen, wir legen los. Wir können hier der Demo-Fassung nur Englisch oder Türkisch uns angucken. Also von daher, wir geben uns jetzt erstmal lieber dem Englischen. Türkisch verstehe ich so gut wie gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Ich würde sagen, wir legen los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst mich doch gerne wissen, ob das ein Spiel für euch wäre. Da sind wir auch schon. Also, wo sind wir hier? Welcome to Pawn Simulator. Okay, ja, wir springen jetzt einfach mal so ein bisschen ganz grob. First steps. Let's start by the name and logo of the shop. Ist das unser Shop? Ach, das sind... Ah, okay. Gut. Logo. Logo, 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 Logo. Also erst einmal ganz kurz mal. Ist nett. Ist in Ordnung. Hier laufen ein paar Leute lang. Ist Grund auf solide. Man darf jetzt auch nicht so viel erwarten. Wie gesagt, das Spiel, das gibt es gerade mal jetzt aktuell für 7 Euro, 6 oder 7 Euro. Wo können wir unseren Namen denn hier eintragen lassen? Ja, du. Ach, ich kann hier rein. Ach du Scheiße, sieht das schlimm aus. Ich kann hier reingehen. Gut, Sid. Was haben wir denn jetzt hier? Kann ich hier was anklicken? Okay. Get up from the table. Hier. Was ist das hier? Eine Kiste. Ein Bett. Supi. Aber wo kann ich das den Namen setzen? Ah, warte mal, hier. Kann man mir auch mal sagen. Also wir haben auch... Hoppla, wir haben auch ein Tablet. Kalender, Skills, Map, Shop. Erstmal das Logo. Das Logo eigentlich gar nicht mal so schlecht. Genug Geld haben wir ja. Second Hand. Oh, Second Hand ist irgendwie interessant. Wie sieht das hier aus? Kann ich das... Ah! Oh, ich hab's schon gekauft. Okay, geht ja schnell los. Ja, alt und kaputt. So, natürlich mit Doppel-T. Schriftart können wir jetzt nicht wählen. Wir machen mal hier. Und... einmal kaufen. Sehr schön. Das ist unser Logo. Das sieht traumhaft schön aus. Gut. Jetzt sollen wir den Müll aufsammeln. Kann man sehr gerne machen. Wie gesagt, mit Q könnt ihr die Maske hier öffnen. So ein Scanner haben wir so einen Mülleimer. Wir nehmen einfach mal jetzt hier den Mob. Ich glaube, das ist ja damit. Achso. Nehmen wir einfach anscheinend. Ach. Was? Warte mal. Dann nehmen wir mal die Hand. Enter Car, Interface. Achso. Gut, den ganzen Müll hier wegmachen. Es fängt natürlich immer wieder so an, wie es bei anderen Spielen kennt. Also Müll können wir einfach so aufsammeln. Ich denke mal, die Fußabdrücke, die wir hier haben, die machen wir mit dem Besen weg. Das ist hier nichts Neues. Interessant muss natürlich immer nur so ein bisschen sein, weil wir... Oh, stimmt, wir müssen ja gleich Müll wegwerfen. Throw Item mit G. Ja, du, passt schon. Interessant wird es natürlich nur sein, wenn wir Sachen hier kaufen müssen, die wiederverkaufen. Also ich finde die Idee immer gar nicht so schlecht. Sowas wie beim Dealer-Simulator, den ich eigentlich auch schon mal etwas spielen wollte. Habe ich jetzt auch erst das Review dazu gemacht. Da ist eigentlich immer ganz cool, Sachen irgendwie für sich finden, um die halt irgendwie wiederzuverkaufen. Man kennt es ja von sich selber. Man hofft natürlich immer, wenn man Sachen verkauft, die man besitzt, dass man da dann immer auch so ein bisschen sein Geld damit macht. Dass sich direkt einen Gewinn, dass man davon leben kann, aber halt, ja, Geld damit macht. Damit man was Schönes davon kaufen kann. Gut. Und hier. Das sieht soweit in Ordnung aus. Clean the shop. Das ja auch noch. Bestimmt können wir es auch noch erweitern. Weil, guck mal, ihr habt die Poster hier. Oder die Zeitung.
Die können wir nicht abnehmen. Das war mir schon fast klar gewesen. Ach Gott, wer kam eigentlich auf die Grundidee, irgendwann diesen Müll so wegzuschmeißen? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, weil es einer meiner ersten Simulatoren so war, das ist nicht dein Ernst. Das leckt mich. Ach komm, ja komm, hier können die Kunden, warte mal. Gut, haben wir. Gut, before opening the shop, we need to buy a shelf. Open so. Genau. Und dann auf. So. Also die Demo-Fassung steuere ich jetzt nicht so gut. Shelf. Was brauchen wir genau? Ich nehme jetzt einfach das hier. Oh, ist auch schon da. Dann ist der Open the Shop. Gut, aber. Oh. So. Das würde ich einfach mal hier vor unserer Kasse machen. Aber, was soll ich denn jetzt verkaufen? Das ist mal ohne Schmarrn. Alter, kam der Müllbeutel gerade wieder zurück, den ich weggeworfen habe? Nee. Sehr, sehr umweltbewusst. Nö. Okay. Ich weiß nicht, wo mir da lag. Gut. Dann öffnen wir mal den Laden. Ich weiß nicht warum, aber wir öffnen ihn einfach mal. Wenn er mir jetzt sagt, du kannst nichts verkaufen, weil wir nichts haben, dann mach ich dieses Spiel aus. Tralalala. Achso, warte mal, Licht anmachen, wa? Ja, du. Okay. Wer braucht schon Licht? Alter, wird's gerade dunkel hier? Okay, wir gehen schlafen. Wie spät haben wir es denn? Oh, ist bald soweit. Kann ich da irgendwas kaufen? Skills. Auch können wir gucken, mal kurz mal durch Skills. Aha. Dann haben wir die Karte, wäre auch mal ganz interessant. Aber ein bisschen ist ja was hier. Ah! Hallo! Unser erster Kunde. Ach, wir verkauft ja auch was. Na komm rein. Was aber mache ich denn mit dir? Alles gut. Nein, nicht dich werfen. Oh. Warum? Schon weiß ich was geklaut. Oh, ist die tot? So, was hast du denn da? Zeig mal her. Du musst nicht wegrennen, das war doch nicht so gemeint. Gut, wir gehen schlafen. Nee, hier sind keine Customer mehr, wir machen mal kurz hier zu. Das ist schon wieder cool gemacht. Also ein paar Viecher sind irgendwie voll lustig. Also ich verstehe es jetzt, wie wir kaufen den Leuten auch Sachen ab. Darum geht es ja auch so ein bisschen. Vielleicht kennt ihr diese Sendung auf D-Max. D-Max ist auch sowieso immer diese amerikanischen Sendungen, wo Leute halt dann Sachen verkaufen wollen. Und meist mit der Hintergrundgeschichte, dass sie denken, dass die Sachen viel mehr Wert haben, als sie wirklich haben. Jetzt ist aber mal interessant. Wie kann ich denn jetzt hier mein Licht anmachen? Switch Hand. Okay. Ich hab nicht mal. Warte mal, können wir hier zufällig? Nee, Shop. Ich will nur Licht haben. Licht wäre. Ich habe kein Licht. Also komm, wir können auch Erweiterung kaufen und später auch Mitarbeiter. Gut zu wissen. So, kaufen mal, passt hier. Und einmal. Oh, viel schöner. Gut, jetzt können wir mal öffnen. Open. Ah, ja, das ist schon ein trauriger Laden. Also, wenn jemand hier vorbeikommt und das sieht, der deckt sich aus. Boah, Alter, ich hätte den Mut auch gerne. Mein Leben total gegen die Wand zu kacheln. Nur um danach nach der nächsten Brücke Ausschau zu halten, weil ich weiß, ich habe mein Leben versagt. Oder manche würden denken, mutig, mutig.
Ich hätte auch gerne solche finanziellen Möglichkeiten, einen Laden aufzumachen. Muss ich auch erstmal. Oh. Oh, wir können den Wagen schieben. Boah, schlecht. Ja, kommt eigentlich noch ein Kunde? Ey, komm, wir fahren kurz mal mit dem Auto. Oh, Kamera kann man auch switchen? Ja, gut. Grafik muss jetzt da nicht so toll sein. Ja. Okay. Ich weiß es nicht. Kommt jetzt noch jemand? Ich hab den ersten Kunden voll verscheucht. War. Ich setze mich jetzt hier hin. Ich setze mich jetzt hier hin und warte. Oh, nein, ich musste hier nicht lange warten. Ey, warte mal. Alter, der kommt nicht durch die Tür. Ah, der kommt nicht durch die Tür, weil der Teil davor ist. Okay, dann machen wir es halt ein bisschen anders. So. Okay, mein Freund, was hast du denn da? Hallo, das ist ein Blender Cap. Das ist, ja. $22. Status ist bad. Typ normal. Ich geb dir 10. Oh. Oh, gut, das ging ja. Aha. Oh, das ist sehr teuer. 10. Alter Gameboy. $41. Können wir nicht mal irgendwie ein bisschen verhandeln? Ach, schade. Irgendwie mal ein bisschen verhandeln? So, und da habe ich das jetzt. Guck mal. Oh, geil. Das kann ich jetzt hier reinstellen, oder was? So. Was mache ich jetzt? Warte mal. Mach mal. Ah! Was habe ich denn gezahlt? Ja, mach 25. Das ist schon, ey, das ist echt geil. Mit dem Preisschild. Das ist ja geil gemacht. Das gefällt mir. Ach, der will ja jetzt nichts kaufen bei mir, oder? Bisschen schneller hier vielleicht? Was? Was willst du denn? Excuse me, I could use a little help. I'm hungry and I don't have any money to buy something to eat. Ja, komm. Erste Szene. Oh. Was? Oh, eine VR-Brille. Na komm. Was ist ein Accept? Okay. Ich weiß jetzt nicht, welchen Preis die Accept haben. Was ist eigentlich mit ihm? Achso, er ist weg. Okay. So, ein Gameboy. Okay, komm. Accept. Also, wir werden wahrscheinlich so das Mittelstück dafür. Alter, hat der Wichs. Ich sag, hat der mit der Bomberjacke mir gerade mein Cap geklaut? Wo ist er? Der hat mein Cap geklaut. Ah, ist toll. So. Einmal hier. So, 400 will ich dafür haben. Warte, ich bin gleich bei Ihnen. Warte mal, war es hier mit dem Scan gewesen oder was? Ah, okay.
Dann machen wir einfach mal 800. Was, ach ey. Okay, und hier, warte mal, den Preis. 400. Gut. Bin wieder da für Sie. Was hast du denn? Ich hoffe, der klaut jetzt hier nichts. Ja, du. Machen wir mal. Aber zwischen und... Ach, ey, Mann. Also, viel kann ich jetzt auch nicht kaufen. So. Sell your first item, ja. Was kostet... Ja, okay, nee, machen wir. Für 800... Ach, soll ich doch einpacken, oder? Das ist ja süß. Geil. Warte mal, aber ganz kurz mal. Ich bin jetzt gerade... Mein Gameboy ist doch da. Oh, der bringt einen Fernseher mit. Goldbahn. Give over. Kann ich ihn irgendwie einfach nur wegschicken? Achso. Warte. Oh, ich wollte gerade schon den Hammer rausholen. Dachte, die holt sich da was. Meinst du, der macht es für 200? Komm, wieder einfach accept. Es kommt ja schon wieder mit dem Platten links. Ey, aber Freunde, jetzt mal auf den ersten Blick gesehen, es ist echt eine coole Sache. Mir gefällt es persönlich. Die Preise teilweise nur heftig. Man muss doch ein bisschen gucken und durchblicken. Okay, was ich nicht schön finde, ist halt jetzt zum Beispiel in dem Falle, wir können es zwar jetzt nicht leisten, aber ich sag jetzt mal, wir geben ihm jetzt 3.500 einfach als Gegen. Also entweder das war jetzt zu wenig gewesen, wir hätten es wahrscheinlich nicht zahlen können, aber das sind einfach Gehen. Nicht mal irgendwie nachverhandeln. Guck mal, sie will jetzt, sagen wir, maximal 5.000 haben. Ja, ich sag ihr 3.500, dann könntest du mir entgegenkommen 4.000. Also, verstehe ich nicht ganz. Aber okay. Ich würde mal sagen, wir machen noch einen Tag. Oh. Ist das schon soweit? Eigentlich schon, oder? Ja, ist schon lange. Wo sind denn... Achso, ich wollte gerade sagen. Total Profit, Achso, 500, ich dachte, wir haben 5.000 Minus gemacht. Nee, wir haben ja noch den Gameboy. Da können wir vielleicht ein bisschen Plus machen. Nee, einen Tag machen wir noch. Ja, du, das habe ich auch mittlerweile bekommen, dass keine Kunden auf den Abend kommen. Aber ist in Ordnung. Judy, dann machen wir mal den Laden auf. Wer hat der, glaube ich, den Fernseher noch gehabt, wa? Kriegen wir den auch hier rein? So, ja, das war nicht realistisch, aber egal. Kurz mal gucken. Also wir haben ungefähr die Hälfte gezahlt. Ich würde jetzt einfach, hier auf 400 gehen. So. Dann warten wir mal ab, bis die ersten Kunden kommen. So, da kommt er. Kann ich eigentlich hier zur Seite, kann ich auch nicht gucken. Na, kann ich dir helfen, Freund Blase? Komm gleich zu ihm. Ja, du musst ja auch nichts kaufen. Ein Cappy. Ist der Gameboy? Naja, der ist doch vom Preis sehr gut, oder? Ja, du. Also ich muss ja auch von irgendwas leben. Aber was hast du denn da? Ein Football. Okay. Komm. Wir machen accepted. Wo ist denn der Football? Warte mal, ist der jetzt damit abgehauen? Hey! Ja! Komm wieder rein! Du Mistmade! So! Ja, mal schön im Laden hinten reden. Wo ist der Football? Ich hab dir Geld gezahlt dafür.
Ja, wo ist mein Geld? Du kleine... wo ist denn der Football jetzt hin? Ja, du kann ich mir nicht leisten. Ey, was ist das denn? Wo ist denn der Football? Ich hab doch für den Football gezahlt. Ach, da. Ach, die ist aber wirklich damit abgehauen. Das ist ja krass. Die ist wirklich mit dem Football abgehauen. Ey, das ist denen allen zu teuer, wa? Gut. Nein. Oh, der Fernseher steht da. Was soll das denn? Hier, 300. Alter, Leute, ihr müsst doch ein bisschen was kaufen. Ha! Ich hab voll viel Geld für den Gameboy ausgegeben. Also ich glaube, wir müssen, das sind echt nur Preisvorstellungen, wa? Es könnte zwischen den und den liegen. Perfect, rare. Ich kann dir nicht mal irgendwas geben. Ich muss selber gerade erstmal ein bisschen Geld machen. Oh, der Football. Oh. Also es läuft echt schleppend. Ja, Sir. So. So. Schleifer rauf. Was hast du da jetzt? Eine Glocke. Aha. Also es läuft sehr schleppend. Ich weiß nicht, ich glaube beim Verkaufen, diese Riesenspanne, ihr müsst selber halt gucken, was könnte von den Preisen hinhauen und was nicht. Der Football, okay, hat so viel gebracht. Der Gameboy war zwischen 400, was waren es denn mal gewesen? Ist gut, Qualität ist auch gut. Fake Gameboy made in China. Ach du Scheiße. Boah, Alter, ey, ich wollte dir 200 geben. Man kann ja auch nicht verhandeln. Also ich hoffe mal, jetzt kommt die schon wieder, jetzt wird die schon wieder Geld haben. Jetzt kommt der mit dem Kopf, das wird auch lustig. Ich würde mal sagen, wir machen hier aber ein kleines Break. Freunde, wenn das Video bei euch ganz gut ankommt, sage ich mal, also sagen wir 200 Klicks oder so, würde ich mir gerne antun, die Vollversion zu kaufen, weil ich glaube, dieses Spiel hat Potenzial, nur jetzt in der Demo-Fassung aktuell vielleicht nicht. Komm, wir geben ihm einfach mal jetzt ein bisschen Geld. Achso, ja, React war jetzt falsch gewesen, hoppala. Gibt ihm jetzt fast 200 dafür heute mal. Macht ja gar keinen Sinn. 100. Achso, und wir haben mal 93 gezahlt. Jetzt kommt der nächste mit dem Cappy. Ey, ich werde langsam weg. Oh, die will einen Fernseher haben. Nee. Wir haben dafür das gezahlt. Gaming, was will sie denn haben? Was will sie uns denn anbieten? Ach so, die gibt es. Ach, die falschen gar nicht. Okay, 300, ja, dann passt das da. Soll jetzt Größe eines Tablets. Also da muss man erstmal ein bisschen durchblicken. Eine Fake Backpack. Aber wie kann ich denn Sachen ablehnen? Ja, du, mach einfach. Einpacken soll ich es ja auch noch. Gut. Freunde, ich würde mal sagen, ich finde es interessant, auf eine Art und Weise, aber ich würde gerne vorschlagen, falls das Video bei euch gut ankommt, das heißt, so ein bisschen mehr 200 Klicks, dass man nochmal reingucken kann, dann gerne mal die Vollversion. Hier sind wirklich Sachen, da muss man erstmal ein bisschen durchblicken. Die Grundidee finde ich persönlich gar nicht mal so verkehrt. Man muss halt aber, wie gesagt, echt einige Dinge erstmal kapieren, beziehungsweise gucken, wie der Hase da läuft in Sachen Kaufen und Verkaufen. Wir sehen und hören uns bei vielleicht einem weiteren Video vom Pan-Simulator. Sachen, beziehungsweise alle Links sind in der Videobeschreibung. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss, Sikorski.